Ja, Leute, heute ist Montag. Jetzt kommt die Sonne raus. Aber ansonsten das erste Mal so richtig schön bewölkt. Dass nicht gleich so die Sonne knallt und so warm ist, so über 30 Grad nachher. Richtig schön. Richtig angenehm. Ich war nun auch schon mit hier Bodo draußen spazieren und im Pool schwimmen. So, Tatjana ist noch hier unterwegs mit Dorek. Wir werden nachher noch ein bisschen was machen am Computer. Ne? Und dann wollen wir nach dem Frühstück nach Oba zum Bazar. Ne? Oba der Bazar ist auch schön. Samstag sind wir nicht zugekommen. Obst, Gemüse ist fast alle. So, das ist dann unser Frühstück. Ne? Tatjana hat die Backkartoffeln drin. Und ist das Speck oder Fisch? Gesalzener Fisch. Und ich habe schon meine hier Oliven, ne, Tomaten, Spiegelei und diese Herzen von den Disteln. Artischocken? Artischockenherzen. Tatjana und ich beginnen heute hier Orbach Bazar. Mal schauen, was hier so ist. So, hier geht's rein in den Bereich Bekleidung und sowas. Ne? Auch geht ziemlich weit, geht ziemlich lang. Und hier ist jetzt hier in dem Bereich. Hier Obst, Gemüse, Salate, Kräuter. Also die Preise scheinen im Augenblick alle so ein bisschen zu stehen. So wie in den letzten Videos. Ist nichts Neues. Das, was ich sehe, hat sich nicht grundsätzlich was bewegt. Aber schön, wenn man die Stände so sieht. Ah, hier auch die Tomaten. Guck mal hier, wie viele verschiedene Sorten Tomaten. Die kleinen, allein drei Farben. Dann diese Größe, dann die Eier. Dann die anderen die großen, dann diese blassrosa, dann die mittelgroßen. Das ist eine richtig große Vielfalt von Tomaten. Ne? Und da, das finde ich schön. Da kann man sich hinsetzen und da kann man das Markttreiben so beobachten und hier was trinken, was essen. Aber die Sachen, die jetzt Tatjana nachfragt mit den Preisen, scheint so ein klein bisschen teurer zu sein, als da, wo wir letztes Mal waren. Letztes Mal waren wir auf dem Dienstagsmarkt im Mammutla. Nee, beim Fischbazar. Ich sag, Fischbazar hat da den Bazar, das sind die besten Preise. Ja, Tatjana sagt gerade hier, bei allem, was sie nachgefragt hat, beim Fischbazar war alles hier 5 Lira billiger, also viele Preise. Was sie jetzt so nachgefragt hat, bei Tomaten, hier Avocados. Da hat sie noch andere Sachen nachgefragt. Ich habe nie alles mitgekriegt. Aber schön hier. Aber ich sehe es bei den Pfirsichen auch. Mit 20 Lira, Kilo, Batterien 20. Aber die Birnen sehen gut aus, 25 Lira. Feigen 25 Lira. Weintrauben 20. Aprikosen 30. Ach, Tatjana hat was gefunden, wo sie es zuschlägt. 15 Lira hier, Pfirsiche. Das geht auch in Ordnung. Aber sonst sind Tomaten, Auberginen, Gurken hier und Zucchinis, das ist alles ungefähr ein Preis. Ah, jetzt hat sie gefunden, Avocados, hier steckst du in den Lira. Da sucht sie sich ein paar passende raus. Oh, das geht auch in Ordnung. Das ist immer so, was ich sage, hier so, Männer würden das gar nicht machen, so suchen und hier. Männer gucken, oh, gefällt mir, nehmen mit und ist gut.
auch Frauen, die suchen, die falschen und so. Aber das sind Frauen, die in der ganzen Welt gleich, ne? Ach so, war mir gar nicht aufgefallen. Die Weintrauben hier, 15 Lira, ne? Das kostet sie über 20 Lira. Aber die sind auch sehr klein, die Weintrauben hier, ne? Ah, hier die Pflaumen, 10 Lira, 10 Lira, 10 Lira, 10 Lira. Also vier verschiedene Sorten Pflaumen, ne? Und alle 10 Lira das Kilo. Ja, Tomaten hier, 10 Lira. Aubergine hier, 12 Lira, habe ich schon zu 10 Lira hier gesehen. Sorin, 12 Lira, habe ich schon zu 10 Lira gesehen. Aber es ist eine Frage der Qualität, ne? So, die grünen Bohnen, hier 20 Lira, 30 Lira die hellen Bohnen. Die anderen diskutiert hätten darum. Nee. Ach, hier Weintrauben hat sie mal eingepackt. Ach, der Mann diskutiert damit auf der Verkäuferin der Saison. War der große Beutel. Na, er wollte bestimmt mehr Rabatt haben. Ja, wie das jetzt so will, ne? Jetzt hier auch so welche Leute getroffen, ne? Eine junge Familie mit zwei Kindern, die jetzt hier auch hierher gekommen sind, ausgewandert aus Deutschland. Und jetzt hier leben. Und ja, so ist das, ne? Die finden das auch, das Leben hier so schön, sind jetzt 4 Wochen hier und Kind geht in der Waldorfschule, ne? Auch 15 Lira, aber man muss aufpassen, ne? So, Tatjana packt das ein hier, die Pferde hier. Pfirsich ist halt echt was Leckeres. Also es ist halt, ihr könnt jeden Tag Pfirsich essen. Sieht doch alles schön aus hier. Ich kann mir immer gar nicht satt essen, satt sehen. Satt essen doch. Was hat sehen an das Schöne hier, wie das alles so ist. Tja Leute, da vorne geht es jetzt wieder weiter mit hier Bekleidung. Ne, da hinten rum müssen wir nochmal, hier, da ist wieder was anderes. Falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, Tatjana, hier diese scharfen Peperonis, die wollen sie unbedingt haben. Ja, Peperoni. Sollen sie haben, ist in Ordnung. Na, Tatjana will noch Blumenkohl und Brokkoli mitnehmen. Dann mal sehen, was der kostet. Jetzt keine Preise dran. Aber die Champis, die sehen hier auch gut aus. Also auf Türkisch, ne? Katschpara, ne? Also, was kostet, ne? 30. 30? Ja, haha, so. Danke. Also 30 Lira, Kilo oder das Stück. Oh, soll sie nehmen. Hühnchen sind alle, da brauchen wir auch neue. So, jetzt hier gucken wir mal, was wir heute mitgenommen haben. Tatjana hat ja hier so ein bisschen hier diese scharfen Peperonis hier, ne, mitgenommen. Denn hier Gurken, das war ein Pfund. 2 Kilo Zwiebeln, 2 Kilo Pfirsiche, ein Blumenkohlkopf, dann 4 Auberginen. Und hier, das ist wohl auch über 1 Kilo hier Weintrauben. Und hier Kilo Tomaten und alles zusammen hier 8,60 Euro. 8,60 Euro geht in Ordnung.